Aachen live vor Ort. Wir zeigen euch mit Dompropst Rolf-Peter Krämer Aachens heilige Stätten, bevor die Heiligtumsfahrt 2023 am Freitag, 9. Juni, beginnt. Herr Dompropst, 2014 fand die letzte Heiligtumsfahrt in Aachen statt. Corona hat den 7-jährigen Turnus zunichte gemacht. Wie sehr freuen Sie sich nach nun 9 Jahren auf die Erhebungsfeier am Freitag? Ich freue mich sehr, dass jetzt die lange Vorbereitungszeit zu Ende geht. Wir sind im Grunde seit 5 Jahren in der Vorbereitung dran und jetzt wird es auch Zeit, dass es losgeht. Wir haben ein gutes Team, das die Vorbereitung gestemmt hat und ich freue mich darauf, wenn der liebe Gott uns auch mit dem Wetter noch hilft, dass wir dann mit vielen Menschen hier ein schönes Fest feiern werden. Seit 1349 pilgern Menschen nach Aachen, um diese historischen Relikte des katholischen Glaubens zu sehen. Wird das Interesse in diesem Jahr Ihrer Meinung nach ungebrochen sein? Mit wie vielen Pilgern rechnen Sie denn so? Ich hoffe, dass viele Menschen diese Tradition wieder aufgreifen werden, dass im 7-Jahres-Rhythmus seit 1349 hier die Heiligtümer gezeigt werden, früher hier oben und heute auf dem Katschhof. Und wir rechnen mit über 100.000 Pilgern und Pilgerinnen. Jeder Einzelne und jede Einzelne ist uns wichtig und wir freuen uns, wenn ganz viele hierher kommen werden und persönlich Glaubensstärke erfahren, aber auch im Gemeinsamen erkennen, dass es eben schön ist, wieder gerade nach der Corona-Zeit etwas zusammen machen zu können. Hier im Dom beginnt jeder Tag, aber dann geht es raus auf den Katschhof. Lassen Sie uns mal schauen, was dort geschieht. Im Moment werden die Dinge noch vorbereitet. Die große Bühne wird aufgebaut, die als erstes natürlich dem Altar dient, als Altarbühne, aber auch abends genutzt werden wird für das reichhaltige Kulturprogramm. Zeigen Sie uns doch einmal, wo die Reliquien verwahrt sind und erklären uns, was bei der Erhebungsfeier passiert. Hinter dieser Figur befinden sich die Reliquien, die seit 2014 dort hineingelegt worden sind. Am 9. Juni wird diese Marienfigur weggenommen werden. Dahinter befindet sich dann ein Schloss. Das Schloss ist mit Blei das Schlüsselloch des Schlosses ist mit Blei ausgefüllt. Das Schloss muss deshalb zerschlagen werden. Wenn es zerschlagen ist, werden die Reliquien herausgenommen und anschließend werden sie dann das erste Mal hier zur Verehrung dem Menschen gezeigt werden. Welche Reliquien liegen im Marienschrein und welche Bedeutung verbinden Gläubige heute noch damit? In diesem Marienschrein befinden sich 4 Reliquien, die Karl der Große geschenkt bekommen hat. Es sind dies das Lendentuch Jesu, die Windeln Jesu, das Enthauptungstuch Johannes des Täufers und das Kleid Mariens. Es sind Tücher aus dem 3. bis 5. Jahrhundert, die auf jeden Fall sehr alt sind. Seit 1349 werden sie alle 7 Jahre herausgenommen und den Menschen gezeigt. Auch heute gibt es viele Gläubige, die ihre Reliquien verehren und damit auch Kraft und Orientierung für ihr Leben finden wollen. Wie ist Ihr persönlicher Bezug zu den Stoffen? Und gibt es vielleicht eine Reliquie, die Ihnen besonders wichtig ist? Mein persönlicher Bezug zu den Reliquien ist so, dass ich auch Kleidungsstücke habe, die ich wertvoll finde, wo ich etwas mit verbinde. Und so verbinde ich mit diesen 4 Reliquien die Beziehung zu Jesus, zu Maria, zu Johannes dem Täufer. Wie viele Menschen ist das Marienkleid das für mich eindrücklichste Kleid. Zum einen wird sie komplett entfaltet, zum anderen wird damit deutlich, welche Geschichte über die vielen Jahrhunderte hinweg damit verbunden ist. Wie viele Menschen vor ihr gestanden haben und haben gebetet, in ihren Sorgen und Nöten sich Maria anvertraut. Sie bieten ihren Gästen weit mehr als nur Reliquienverehrung an. Es gibt ein umfangreiches Rahmenprogramm, das von sakralen Themen bis hin zu Konzerten auf dieser großen Bühne reicht. Welcher Sinn steht dahinter? Die Heiligtumsfahrt war immer verbunden, dass auch Trubel drumherum war. Nicht zuletzt der Band ist daher entstanden. Und so bieten wir auch mit der Heiligtumsfahrt an, dass
die Altarbühne am Abend zur sogenannten Entdeckerbühne wird. Das heißt, dass dort Konzerte stattfinden werden. Es wird Themenabende geben zu Wissenschaftsfragen, zur Frage von Glaube und Humor und auch ein spezielles Angebot für die Aachener. Aber auch auf der etwas kleineren Hofbühne im Hof werden nachmittags und abends Konzerte, Veranstaltungen durchgeführt werden, mehr von regionalen Künstlerinnen und Künstlern, wo es sich an beiden Stellen lohnt, mal reinzuschauen, hinzuhören und mitzufeiern. Und auf welche Veranstaltung freuen Sie sich persönlich am meisten? Ich freue mich am meisten auf den letzten Abend, wenn hoffentlich eine schöne Erfahrung der Heiligtumsfahrt viele Menschen hier verbunden hat. Der letzte Abend trägt den Titel Adirda. Und es geht darum, dass den Aachenern und Aachenerinnen Dank gesagt wird, dass sie gute Gastgeber und Gastgeberinnen gewesen sind für die Menschen, die zur Heiligtumsfahrt gekommen sind und die dann sagen dürfen gemeinsam Adirda in 2028 bei der nächsten Heiligtumsfahrt. Zum Schluss noch ein Statement. Warum sollte jeder Katholik, aber auch jeder Nichtgläubige die Heiligtumsfahrt in Aachen einmal besuchen? Und was kann man aus Ihrer Sicht hier für sich persönlich im Hier und Jetzt mitnehmen? Eine Antwort kann sein, das Motto der diesjährigen Heiligtumsfahrt: Entdecke mich. Es ist eine Einladung, dass wir Menschen uns selbst neu entdecken, entdecken auch, was es am anderen, an der anderen Besonderes und Wichtiges gibt, zu entdecken auch unsere Verantwortung in der Welt und damit auch zu entdecken, was wir in der Corona-Pandemie oder auch bei der Flutopferkatastrophe erlebt haben, nämlich, dass wir gemeinsam stärker sind. Diese Gemeinsamkeit neu zu entdecken, kann auch etwas sein, was aus der Heiligtumsfahrt herauskommt. Und nicht zuletzt für gläubige Menschen auch Gott neu oder auch anders zu entdecken. Hier befinden wir uns auf der Altarinsel, die noch in der Fertigstellung ist. Sie dient in erster Linie für den Gottesdienst, aber abends dann auch für das reichhaltige Kulturprogramm. Hand aufs Herz, sehen wir Sie auch bei Gildo Horn und den orthopädischen Strümpfen? Ehrlich gesagt habe ich ein wenig mit dem Kopf geschüttelt, als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gildo Horn vorgeschlagen haben. Aber nachdem ich gehört habe, wie kultig er wieder ist, habe ich gedacht, naja, es ist ein spezielles Zielpublikum, das wir auch ansprechen können. Ich selbst würde wahrscheinlich nicht hingehen, aber ich werde an diesem Abend sicherlich einmal kurz auftauchen, weil ich mir vorgenommen habe, jeden Abend mal zum Kulturprogramm zu gehen. Kennen Sie schon unsere Route der leisen Worte, der leisen Orte? An 5 Stellen in der Innenstadt sind Orte gekennzeichnet, die besonders sind und die es gilt zu entdecken. Entdecke mich. Nach dem Motto der Heiligtumsfahrt geht es darum, sie neu zu entdecken, in Beziehung zu bringen und etwas zu hören, was Menschen zu diesen Orten gesagt haben. Hier befinden wir uns vor der Dominformation, wo auch das Wallfahrtsbüro eingerichtet ist. Wer nähere Informationen haben möchte zur Heiligtumsfahrt, 3 Möglichkeiten. Entweder hier im Wallfahrtsbüro, in Bad Aachen natürlich das gesamte Programm oder auch im Internet unter heiligtumsfahrt-aachen.de. Eine herzliche Einladung. Die Heiligtumsfahrt Aachen 2023 findet vom 9. bis zum 19. Juni statt. Programm und alle Informationen gibt es in der Bad Aachen Juni-Ausgabe. Musik